Ja, dann auch von meiner Seite recht herzliches Grüß Gott und danke für die Vorworte. Wenn die Finanzierung schwieriger wird, gründen Sie Ihre eigene Bank. Mit dem zugegebenermaßen etwas provokanten Titel hat Herr Völk von der Lohnreform zu der heutigen Veranstaltung eingeladen. Aber der Titel ist natürlich auch nicht unbegründet. Wenn man nur in dem Monat, im Monat Mai, mal ein bisschen durch Financial Times Deutschland durchgeht oder durchs Handelsblatt durchgeht, da sind mehrere Artikel drin gewesen mit der Überschrift Kreditklemme, IWF befürchtet Kreditklemme, EBA, Europäische Bankenaufsicht, warnt vor Kreditklemme und geht davon aus, dass eine Kreditklemme in irgendeiner Form kommen wird. Verschiedene andere Artikel haben das Gleiche gesagt, weil einfach die Banken die Darlehen reduzieren müssen, weil sie die Eigenkapitalquote her hochfahren müssen und so weiter. Ja, also dass Finanzierung schwieriger werden wird, das ist klar, gründen Sie Ihre eigene Bank. Da ist im Prinzip gemeint, dass sich die Unternehmer immer mehr und immer zunehmendem Maße um alternative Finanzierungsquellen, das was ich hier heute darstelle, ist nur eins von verschiedenen Möglichkeiten, aus meiner Sicht eine sehr langfristige und sehr interessante Möglichkeit. Aber da muss sich der Unternehmer einfach über verschiedene alternative Finanzierungsquellen Gedanken machen, die Liquidität und Liquiditätsabflüsse und Liquiditätsgenerierung einfach ein bisschen besser im Auge behalten. Und ich glaube, und da bin ich fest überzeugt, Liquidität und Bankenunabhängigkeit, bankenunabhängig erreichen oder auch Bankenunabhängigkeit erhöhen, wird eines der wichtigsten strategischen unternehmerischen Herausforderungen der nächsten Monate, Jahre und so weiter werden. Und ich möchte beginnen, dass ich das ganze Thema, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, mal vom wirtschaftlichen Umfeld her betrachten möchte. Banken, die zeichnen sich durch eine restriktive Kreditpolitik aus. Jeder, der in Verhandlungen war, merkt, dass über die Zeit die Verhandlungen nicht leichter, sondern tendenziell einfach schwieriger werden. Repressalien, Anforderungen nach Sicherheiten, strengere Auflagen und so weiter, die werden immer höher und immer mehr. Und es fördert natürlich auch den Wunsch nach einer Innenfinanzierung. Ich werde das Thema auch von der anderen Seite beleuchten, von Versicherungsseite. Auch das gibt unserem Thema heute einen extremen Schub. Wenn man sich die Versicherung anschaut, da finden Sie auch in Financial Times, im Handelsblatt, auch in dem Monat und im Vormonat genauso viele Artikel, wo selbst die Versicherer selbst sagen, Geschäftsmodell, Lebensversicherung trägt sich nicht mehr, kann nicht mehr länger durchgehalten werden, die Renditen, die am Kapitalmarkt erzielt werden, die Kosten, die man hat, die reichen einfach nicht, um das Ganze zu finanzieren, um das Ganze noch für irgendwelche Anleger interessant zu machen. Wenn man mal die Renditen anschaut, im Handelsblatt war vor kurzem eine Studie drin, im Durchschnitt von 40 oder 50 untersuchten Versicherungen bei 14,5 bis 20 Jahren im Durchschnitt sind die eingezahlten Gelder oder das eingezahlte Kapital erst erreicht. Also sind die Rückkaufswerte genauso hoch wie das, was man eingezahlt hat. Bis dahin ist die ganze Verzinsung negativ. Und wenn es wieder länger läuft, okay, dann hat man vielleicht eine Verzinsung von leicht über 0, vielleicht 0,5, vielleicht 0,7, vielleicht wenn es extrem lang laufend ist, sogar mal 1%. In der Regel werden auch viele negative Renditen haben, bezogen über die Laufzeit. Immer bezogen auf das eingezahlte Kapital. Was noch viel wichtiger ist, was auch Unternehmen und jede Privatperson eigentlich auch Gedanken machen muss, das Thema Staatsanleihen, Papieranleihen, im Prinzip Papierwerte, Papierversprechen. Auch das gerät in immer größere Kritik. Wenn man anschaut Griechenland, wenn man anschaut Spanien, wenn man überhaupt den Kapitalmarkt anschaut, dann sind es Themen, die man nicht mehr sagen kann, naja, okay, wir haben eine niedrige Verzinsung, dafür haben wir hohe Sicherheit. Zwischenzeit ist so, dass die Verzinsung extrem niedrig ist und dass die Sicherheit natürlich auch, ja, für viele bereits extrem niedrig ist. Und es ist einfach so, dass Versicherer ausländische Staatspapiere kaufen müssen, weil sie einfach die ausländischen immer höhere Verzinsungen haben, weil das Risiko doch gehoben ist. Und die Portfolios sind deshalb nicht unriskant. Und die dritte Seite, die ich extrem notwendig sehe, was man von der Seite gerade extreme Nachfrage von Unternehmerseits erfahren, ist das Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung, Fachkräfte, Führungskräfte, Gewinnung und auch Bindung. Und das ist auch aus meiner Sicht eine große unternehmerische Herausforderung. Das Thema Bestandssicherheit
im Unternehmen als solches zu bewahren durch Bankenunabhängigkeit, durch Liquidität oder zumindest durch Liquiditätsreserven, durch Real- und Sachwerte oder einfach durch Expansion und Wachstum, und zwar risikofreies, eigenfinanziertes Wachstum wird auch immer wichtiger werden. Das sind einfach das wirtschaftliche Umfeld, vor dem wir das Ganze sehen müssen. Und das sind im Prinzip auch Probleme, für die man Lösungen braucht, für die Lösungen gefragt sind, für Finanzierung, Bankenunabhängigkeit einerseits, für das Thema Mitarbeiterbindung, Fachführungskräftegewinnung und natürlich auch für das Thema Unternehmenswachstum, Sachwertanlage, sicheres Investment. Und das Ganze dreht sich natürlich auch um das Thema betriebliche Alterssorge, mit dem wir das gestalten können. Kein neues Instrument, auch nichts, was wir in irgendeiner Form erfunden haben. Ich selbst mache das Ganze seit gut 21 Jahren, vor 21 Jahren, hauptsächlich für große Unternehmen, für börsennotierte Unternehmen, für große Mittelständler, die letzten 13 Jahren vor allem auch für den Mittelstand, für den kleineren, für den mittleren Mittelstand, für Unternehmen von 10, 20 bis zu 400, 500 Unternehmen in Hauptgröße. Vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem Unternehmen mit fünfstelliger Mitarbeiterzahl, die sich das Thema im Unternehmen implementieren wollen. Und das ist natürlich ein Gestaltungsinstrument, das ich Ihnen heute vorstelle, mit dem wir Innenfinanzierungsmodelle, variable Modelle und Modelle mit freier Kapitalanlage, die lassen also nicht nur den Unternehmer gewinnen, die lassen also auch den Arbeitnehmer gewinnen und führen so in dem Bereich zu einem Win-Win. Und der Weg, wie er nennt, das nennt sich Unternehmenskasse oder auch pauschalnotierte Unterstützungskasse. Das ist im Prinzip der älteste Durchführungsweg, den wir in Deutschland haben, der bis auf 1830er Jahre zurückgeht, damals mit Gute Hoffnungshütte, später ist Thyssen, Siemens, da haben die Unternehmen das angefangen. Und es gibt unwahrscheinlich viele große Mittelständler, die so einfach das Wachstum finanziert haben. Und es ist ein Instrument, das genauso einfach ist, wie es auch genial in der Wirkungsweise ist. Und das Grundprinzip, das möchte ich Ihnen einfach mal kurz darstellen, das Grundprinzip besteht einfach darin, dass wir keinen Liquiditätsabfluss mit Themen der betrieblichen Altersversorgung haben und haben wollen und zusätzlich noch Steuereffekte generieren. Also das Geld fließt nicht, wie es üblich ist, ab einer Versicherung, sondern es bleibt im Unternehmen und es werden zusätzliche Steuereffekte generiert und zusätzliche Liquidität aus Steuereffekten geschaffen. Fels bietet ein Schulungs- und Seminarprogramm sowohl für Unternehmer als auch Berater. Für Berater finden regelmäßig folgende Seminare statt: Kennenlernseminar für Empfehlungsgeber, Unternehmensberater und Liquiditätsberater sowie zur Entscheidungsfindung bezüglich der Beschäftigung mit der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Einsteiger- und fortgeschrittenen Praxisseminare, Live-Training, Beratungsgespräch, Fachseminar arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Grundlagen der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Der Besuch des Fachseminars arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Grundlagen der pauschal dotierten Unterstützungskasse ist Voraussetzung für die Zertifizierung zum zertifizierten pauschal dotierten Unterstützungskassenberater des Fels Instituts für moderne Vergütungssysteme. Regelmäßige Arbeitskreistreffen APUC mit aktuellen Themen und Erfahrungsaustausch der Teilnehmer, die stets von dem Wirtschaftsprüfer Steuerberater Manfred Bayer geleitet werden. Manfred Bayer referiert und unterstützt Berater auch bei Unternehmerveranstaltungen. Wir würden uns freuen, Sie auf einer der nächsten Veranstaltungen bei uns begrüßen zu dürfen.